Mal wieder richtig schön ausspannen in der Natur. Ach, ist das schön. Ich habe mit C4, Citrine und die komplette Ausrüstung ergrindet. Der Schlüssel dazu ist die Augmented Mod Zielfixierung. Mit jedem getroffenen Gegner wird der Schaden vom Rückenwind um 100% erhöht. Der Schaden wird allerdings nach 2 Sekunden auf dem Boden zurückgesetzt. Wir wissen, dass Rückenwind uns ziemlich stark nach oben steigen lässt. Umso höher wir sind und die Fähigkeit reaktivieren, machen wir einen Sturzflug, der sehr großen Schaden macht, natürlich abhängig von der Höhe. Kommen wir zu den Bildoptionen. Natürlich könnt ihr diesen Nuke-Build mit C4 mit den normalen C4 ohne Helmen-Fähigkeiten auf jeden Fall spielen, denn ihr habt Luftdetonation, die euch erlaubt, Gegner heranzuziehen auf einen Fleck. Wir können allerdings auch auf Stärke gehen und ihr könnt Luftdetonation mit Sog ersetzen. Und ihr könnt gleichzeitig noch, wenn ihr die Energie übrig habt, auf Tornado gehen. Die Unterschiede zwischen Power Nuke ist eigentlich nur, dass wir hier Augur Reichweite haben und bei der Power Nuke ein der beiden Stärke-Mods einfügen, die uns maximale Stärke erlaubt. Ihr solltet aufgrund von überdehnt in beiden Builds darauf achten, dass ihr bei Stärke nicht unter 100% landet. Daher empfiehlt sich, eine rote Schärpe zu installieren, damit wir mit den 10% auf über 100% kommen, das heißt dem Bild mit Sog anstatt Luftdetonation. Sonst haben wir natürlich den Ausbau von Reichweite mit überdehnt, der uns natürlich diese Fähigkeiten Stärkeverminderung bringt. Wir nutzen Ausdehnung. Da wir diesen Bild ebenfalls im sterilen Pfad nutzen möchten, brauchen wir natürlich rollender Schutz. Damit werden wir kurze Zeit unverwundbar und alle Statuseffekte, die wir haben, werden nichtig gemacht. Zu den Aura-Mods. Wir können natürlich kurze Ruhe verwenden. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr aerodynamisch verwenden oder sonst irgendwas. Kurze Ruhe hat hier den Vorteil, da wir nicht besonders auf Leben und andere Sachen und Schild und Rüstung gehen, haben wir von kurze Ruhe 150% genutzte Energiewerte zu schilden. Mit Aura-Mods auf der Sekundärwaffe noch stapelbar. Primed Trittsicher gibt euch 100% Niederschlags Widerstand, was wir brauchen werden, denn wenn wir einmal niedergeschlagen werden auf dem Boden, werdet ihr schnell merken, dass ihr die 2 Sekunden nicht einhalten könnt. Solltet ihr Trittsicher nicht haben, könnt ihr natürlich Flickflack verwenden oder wir gehen auf Modus. Wenn ihr davon alle 3 Mods habt, ich habe momentan nur 2, bekommt ihr ebenfalls 100% Immunität bei Niederschlag, allerdings nur in der Luft. Wenn wir zu den Arcanas schauen, werden wir Wechselerweiterung nehmen, um den Fähigkeitenschaden weiterhin zu erhöhen. Um unsere Energieeffizienz aufrechtzuerhalten, ist Arcana Antrieb eigentlich ziemlich stark. Denn Arcana Antrieb, die ihr von den Hydrolisten auf der Eidolon-Ebene bekommt, ist hier wahnsinnig gut. Solltet ihr Arcana Antrieb nicht haben, könnt ihr ebenfalls die safrangelben Archon-Scherben nutzen. Mit 4 ausgerüsteten Scherben könnt ihr den Arcana Antrieb gut ausgleichen. Da ich allerdings schon Arcana Antrieb auf Stufe 2 habe, werden wir erstmal mit 2 spielen. Um unsere Parcours-Fähigkeit und unsere Doppelsprungstärke weiter aufrechtzuerhalten. Denn wir erinnern uns, Zielfixierung macht mehr Schaden im Sturzflug, umso höher wir sind. Die Doppelsprungstärke wird hier um 200% erhöht. Unterschätzt das nicht. Mit Bredos könnt ihr vor allem hier auf den Slot die Doppelsprungstärke oder die Parcoursgeschwindigkeit erhöhen. In der Sekundärvariante empfiehlt sich vor allem Epitaph. Das ist eigentlich eine Waffe von Sevagoth, die eine wahnsinnig hohe Statusmöglichkeit hat, auf eine große Reichweite der Explosion gehen, Amalgam Laufstreuung für die Ausweichgeschwindigkeit, damit wir schnell von unserem Fleck wieder wegkommen, mit Augur Pakt und Augur Sucher die Schildeffizienz weiterhin oben halten. Was den Status Schaden angeht, können wir auf Virus und Hitze gehen, denn wer es noch nicht weiß, Virus erhöht sozusagen den Schaden auf die reine Gesundheit. Da Virus und Hitze auch Rüstung ignoriert, können wir mit Virus und Hitze wahnsinnig schnell zum Beispiel Greener, die mit Rüstung arbeiten, niedermachen. Dann weiterhin auf Status gehen, um den Status aufzubauen. Und das
sei es erstmal dazu. Sonst könnt ihr eigentlich im Primär-Waffenslot alles Mögliche nehmen, was viel Schaden macht und aus großer Entfernung natürlich trifft. Genauso beim Begleiter könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ich nutze momentan Nautilus. Wie gesagt, bereits bei Nautilus haben wir den Vorteil, dass wir Einzige nutzen können. Nautilus zieht Feinde heran. Damit können wir uns mit Sog ebenfalls eine zweite Option schaffen, Gegner auf einen Fleck zu verbinden. Eine weitere nicht zu verachtende Option für den Begleiter ist der Panzer Vulpa Hühler. Dieser Begleiter, kann man fast sagen, ist für 90-95% aller Optionen in Warframe eine gute Wahl. Hier sehen wir vor allen Dingen Märtyrer Symbiose. Innerhalb von 25 Meter 40% der maximalen Gesundheit des Meisters wiederherzustellen, opfert sich selbst und seinen Meister zu heilen, sollte seine Gesundheit unter 10% fallen. Sehr gut. Panzerneubildung kehrt beim Dozen zu seiner Larvenform zurück, was wir gerade gesagt haben, und spuckt Stacheln gegen Gegner, die 60% Virusschaden verursachen. Virusschaden, wie wir schon vorhin besprochen haben, auf der Sekundärwaffe. Ein erhöhter Virusschaden bringt uns die Option, Gesundheit direkt anzugreifen, Rüstung zu umgehen. Und umso höher der Virusschaden und der Status-Stack auf dem Gegner ist, umso geringer ist die Verzögerung. Ebenso viraler Stachel, nutzbar, denn wir nehmen Synth in Doppelpack mit Gesundheitskugeln und Rüstungsaufbau. Bei jedem Schaden, den wir an Gegnern machen, 25%ige Chance auf Gesundheitskugeln. Mit Virusschaden, der über Ticks läuft, immer wieder die Option auf Gesundheitskugeln offen halten. Prankenhieb, ebenfalls gut für Mobs, 4 zusätzliche Gegner zu treffen und die Angriffsreichweite erhöhen. Und geschärfte Krallen, 300% Schaden zu verursachen und Rüstung um 120% zu reduzieren. Tech-Überfall für die Chance, tödlichen Schaden zu widerstehen und Abortieren zu nutzen, um wie gesagt Energiekugeln und alles andere ranzuholen. Damit habt ihr eigentlich in sehr vielen Optionen eine gute Möglichkeit, euren Begleiter auszurüsten und auf Fähigkeiten-Mods zu gehen. Wie gesagt, bei der Power Nuke gehen wir auf doppelte Stärke. Das sind Corrupted Mods, korrumpierte Mods. Da kann ich euch gerne auch noch ein weiteres Video geben, wo ich vor allen Dingen mit allen 4 Drachenschlüsseln, mit Gauss und Stephlos und der neuen Nahkampfwaffe von Citrine, Chlorophyll, mit Gauss seiner 4. Fähigkeit und der erhöhten Schussfrequenz, macht wahnsinnig viel Spaß, kann zwar zu epileptischen Anfällen führen, aber es sieht wahnsinnig nice aus. This
forces have regrouped. Go. These crystals formed on Deimos ages ago. Now they are being exploited by smugglers. Melric and Rania deserve better than that.